Du hast es gesagt, wenn jetzt zwei Mannschaften noch neu dazukommen, also aufsteigen mit solchen Etats, wo wir nicht mithalten können, und eventuell aus der dritten Liga noch zwei runterkommen in die Regionalliga Südwest, dann wird es wahrscheinlich im nächsten Jahr noch einen Tick schwerer, diese Klasse zu halten, falls wir die Saison packen. Klar, das wird es immer. Das wird auch in der Oberliga, wenn wir absteigen würden, ein Riesenproblem, weil es ist nicht garantiert, dass man direkt wieder aufsteigt. Eintracht Trier hat weitaus mehr Möglichkeiten als wir in der Oberliga. Völklingen hat mit Sicherheit das Gleiche zur Verfügung. Mainz 2 würde eventuell absteigen. Vielleicht steigen auch die Wormser noch mit ab, wenn das so wäre. Also es ist nicht so, dass wir da, egal welcher Liga wir spielen, irgendwo, ich sage jetzt einfach nur, gezielt auf was Ziele können und sage, das schaffen wir, den Wiederaufstieg, oder wir schaffen auf jeden Fall den Klassenerhalt nächste Saison. Ich denke, ohne großer Sponsor oder Investor, so wie es in Homburg, in Elversberg, Saarbrücken ist oder auch in anderen Vereinen, wird es schwer sein, immer. Es ist ein Teufelskreis, aus dem man fast nicht rauskommen kann, die Klasse zu halten. Ja, natürlich kann man viel über Mentalität und auch über Mannschaftsgeschlossenheit leisten, aber man muss ganz realistisch sein. Auf Dauer ist das natürlich einfach, ja, wie eine Fahrstuhlmannschaft. Ja, also fassen wir das Ganze mal zusammen. Was das Geld betrifft, kann der FK Pirmasens eigentlich keine Regionalliga spielen. Es würde hier ein Investor, ein Großinvestor eigentlich gebraucht, so wie das in Elversberg oder in Homburg der Fall ist. Das ist ein Pharmabetrieb, anderen Dr. Theiss in Homburg, der macht Zahnpasta, wo der Tassilo Max gerade gesagt hat, die würde so gut schmecken. Und in Saarbrücken ist es die Hotelkette Victors. Und ohne einen solchen Investor, nur mit kleinen Sponsoren, lässt sich auf Dauer die Regionalliga in Pirmasens wahrscheinlich nicht halten. Wir müssten wahrscheinlich in die Oberliga zurück. Da wird hier vielleicht dann in der Regionalliga ein Platz für eine chinesische Mannschaft frei. Ja, so weit wird es jetzt nicht kommen, aber wie gesagt, wir nehmen die Sache so, wie sie sind. Wir können sie ja nicht großteilig nicht ändern. Das hängt ja auch damit zusammen, dass hier im Umkreis auch einfach viele Mannschaften sind, die im Profitum arbeiten. Es ist natürlich für die Zukunft gesehen, und da ja, schaue ich immer schon mal ein, zwei Jahre weiter, ist es natürlich so, dass wir das, was wir jetzt über Jahre hinweg geschafft haben, über die U23 immer wieder potenzielle Spieler reinzubringen, das hakt etwas, das hängt. Prinzipiell im ganzen Jugendbereich ist es aktuell etwas schwer. Das hängt natürlich auch mit dem FCK zusammen, der ein Nachwuchsleistungszentrum betreibt, wo fast keine Spieler aus unserer Region vorhanden sind. Aktuell aus der A- und B-Jugend ist es ein Spieler, ja. Das ist nicht nur beim FC Kaiserslautern so, das ist allgemein im Fußball allgemein in Südwestdeutschland im Besonderen der Fall, ein wenig der Niedergang des Jugendfußballs hier. Selbst beim FCK können wir uns nicht mehr mit Spielern versorgen, wie das früher der Fall war. Ja, richtig. Also man hat ja früher die Möglichkeit gehabt, jedes Jahr drei, vier Spieler, die gut ausgebildet sind, bei uns dann weiterzubilden. Das ist aktuell leider nicht möglich. Wir müssen da relativ oft ins Saarland zurückgreifen oder auch Richtung Vorderpfalz. Ich sehe es ja aktuell auch bei den Spielern, die wir aus der A-Jugend wieder übernehmen. Da kommt kaum noch jemand hier aus unserer Region. Das stellt sich natürlich für die Zukunft schwierig dar. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen, ja, dieses Modell immer zu hoffen, mit Jugendspielern das aufzufangen, das kann funktionieren, das braucht aber auch einfach dann Zeit, aber natürlich ist es so, weniger Masse ist dann auch in der Spitze dann weniger Qualität da, das ist ein ganz normaler Prozess. Okay, dann haben wir wieder was dazugelernt, dass die Regionalliga für Pirmasens zumindest zur Zeit zu teuer ist. Wir können es nur schaffen mit einer starken, gefestigten Charaktertruppe, die kämpferisch stark ist. Wir werden das heute hoffentlich auch wieder beobachten. Wir wollen natürlich die Klasse halten, aber wenn es finanziell nicht reicht, müssen wir uns in Pirmasens wohl demnächst mit Oberliga-Fußball begnügen. Ja, das will ich nicht sagen, dass wir uns damit begnügen wollen. Wir haben ja selbst den Anspruch. Es ist ja nicht so, dass wir das einfach akzeptieren. Wir stemmen uns ja dagegen. Man sieht ja, wie der Verein sich auch jetzt intern irgendwo verbessert hat, ob das die medizinische Abteilung ist oder im athletischen Bereich. Also wir machen ja tun, ja, das Präsidium ist da engagiert ohne Ende. Wir versuchen uns ja mit allen Mitteln dagegen zu stemmen. Ich will damit nur sagen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, Regionalliga zu spielen. Und dass es keine Selbstverständlichkeit ist, hier irgendwie einen Punkt
Punkt oder einen Sieg mitzunehmen. Das ist absolute Spitzenleistung, was die Mannschaft dann abliefert, wenn sie einen Sieg gegen solche Mannschaften holen. Und das sollte einfach höher honoriert werden. Ja. Es ist ja auch nicht so, dass wir sagen könnten, wir stecken 100.000 Euro mehr rein und übernehmen uns und haben dann dafür mehr Zuschauer. Das Verhältnis passt ja nicht. Ja. Das würde das Problem jetzt auch nicht lösen, wenn wir 400 Zuschauer mehr hätten. Nein, natürlich nicht. Das kann sich ja auch jeder errechnen. Ja. Also wie gesagt, das ist genauso wie mit dem Budget. Das sind ja Fakten. Das kann ja jeder irgendwo nachlesen, das kann jeder recherchieren und jeder kann sich ja auch selbst darüber Gedanken machen, dass es halt einfach über die Sponsorengelder nur laufen kann oder über einen Investor, so wie es bei den anderen Mannschaften ist. Und es ist natürlich so, wenn wir diese Möglichkeiten hätten, dann könnten wir uns ja natürlich auch über Spieler bedienen, die wir vielleicht mit einem Studium, der in Saarbrücken oder in Kaiserslautern dann studiert, irgendwie nach Pirmasens ziehen könnten, weil ja, wenn er von diesem Geld dauerhaft leben könnte. Aber es ist eine Mannschaftszustelle von 22 Mann. Ich kann ja auch nicht hingehen, kann diese ja, unter 250.000 brutto, kann ich ja nicht nur auf 10 Spieler verteilen. Wir müssen ja erste und eine zweite Mannschaft stellen. Das ist ja allein von der Spieleranzahl gibt es ja das nicht anders daher. Und deswegen ja, versuchen wir mit allen Mitteln dagegen zu stemmen. Aber auch diese, ich sage jetzt einfach mal, Unterstützung auf den Rängen und auch in den Medien und auch, ja, ich sage jetzt mal in den Foren oder in den Social Media, sollte eigentlich eher positiv sein, ja, und nicht das Ganze noch extrem nach unten ziehen, wenn man ja sowieso weiß, dass die Spieler schon über ihren Voraussetzungen oder über ihren Möglichkeiten dieses Jahr schon Punkte gesammelt haben, ja. Steht dem nichts dagegen, dass mehr Zuschauer zum FKP kommen? Die reißen sich jedes Mal den Arsch auf, sage ich jetzt mal, die müssen viermal die Woche trainieren, fahren am Samstag, fahren sie Wege fast bis nach Köln und das für ein paar Mark Ausgleich, das ist eine tolle Sache. Da muss man das auch einmal honorieren und sagen, für so wenig Geld sich so ins Zeug zu legen, das ist doch eigentlich eine tolle Sache von diesen jungen Kerls. Ja, richtig. Also das darf man nicht vergessen, dass, wie gesagt, die das nicht hauptberuflich machen. Jeder hat noch seinen normalen Alltag, ob das jetzt Studium ist oder auch die Jungs, die alle arbeiten. Sie versuchen in ihrem Hobby ja, natürlich den höchsten Anreiz zu haben und so hoch wie möglich zu spielen. Und da versuchen sie auch, ja, ich sage jetzt einfach mal, an ihre Grenzen Woche für Woche zu gehen, dass das natürlich durch die Qualität, die anderen Mannschaften haben, nicht immer klappt. Das ist doch Selbstverständlichkeit. Ja. Aber natürlich ist es so, dass man das höher honorieren sollte gegenüber den einzelnen Spielern dieser Mannschaft. Das sollten sich vielleicht einige Kritiker mal zu Herzen nehmen, bevor sie irgendwas eintippen in den sozialen Medien. Sollten sich mal darüber Gedanken machen, mit welchen Voraussetzungen hier gearbeitet werden muss und was diese Jungs für wenig viel leisten. Und das soll auch das Schlusswort heute sein. Jetzt haben wir lang genug gequatscht, jetzt gehen wir raus und gucken uns das Spiel an. Attila, vielen Dank. Stadt, wo ich herkomm, ist unser Stolz der FKP. Ganz Deutschland sagt, die sind vom Horeb, los ist die Husch dahin.